die Liga aus diesem Spiel ist eine der schwierigsten. Das ist nicht die schwierigste, da gibt es schwierigere Schwarzfeld. Aber, ja, die hier aus Gen 4 ist, nicht ohne. Nicht ohne Bohne. Ich will jetzt nicht nochmal einen verschwenden für so wenig. Okay. Dann lass ich es einfach. Weiter geht's. Schwierig. Schwierig, schwierig. Ich habe keine Ahnung, was sie haben. Ich habe es wieder vergessen. Das kannst du denen aber auch nicht wirklich ansehen. Ich habe keine normalen Tränke mehr. Ja, gut. Wisst ihr was? Ich lasse aber wieder Chelterer drin. Let's go. So, so, wen haben wir denn da? Einen niedlichen Trainer mit einer ordentlichen Portion Mumm? Ich heiße Theresa und bevorzuge Boden-Pokémon. Ah, ich hatte Kampf. Okay, Boden. Zeig einer alten Dame wie mir doch mal, was du alles gelernt hast. Okay! Ja, man merkt, ich habe mich nur um meine Pokémon gekümmert und mir keine Gedanken gemacht über die actual Top 4. Und die haben 5 Pokémon, keine 6. Okay. 5 Pokémon. Morlord! Perfektes Matchup! Also war es auch nicht schlecht, dass ich Chelterra vorne habe. Denn Morlord ist zufällig neben Typ Boden auch noch Typ Wasser. Deshalb ist es auch so blau. Und jetzt kriegt's erstmal aufs Maul. Ich saug dir die ganze Lebensenergie aus. Lecker. Schmeckt's irgendwie nach, nee, ich sag's nicht. Ja, da brauch ich doch keinen Trank mehr benutzen. Nice. Level 64. Da kann ich auch noch drin bleiben. Velsa ist nämlich auch Wasserboden. Und es hat eine Beere, dass es überlebt, oder? Oder was ist das für eine Beere? Ich weiß es nicht. Ja, oder irgendwie sowas ist es. Was macht denn die Beere? Ah, die reduziert Schaden. Da hat er einen Strahl! Ja, verdammt! Ah, das war sogar ein Crit. Wie viel Pech muss ich haben, dass ich die ganze Zeit nur Crits bekomme? Mies! Echt mies, das Ganze hier. Das ist das einzig sehr effektive, was ich habe. Keine Ahnung, Mann. Welser muss auf jeden Fall erstmal weg, bevor ich beleben kann. Deshalb, Schnurgas, du bist fast as frick. Okay. Der letzte hat es nicht eingesetzt, deshalb dachte ich irgendwie nicht daran, dass die das jetzt einsetzt. Natürlich haben die alle Top-Genesung, was alles heilt. Es war sogar ein Crit, sehr gut. Am besten nochmal. Was? Du switcht? Zu welchem Bummern? Was? Zu einem Mogelbaum? Okay, Gestein-Pokémon, oder? Das ist doch kein Boden-Pokémon, hä? Oh, die Paralyse! Nice! Oh mein Gott! Nice! Ja, also, was Mogelbaum mehr hasst als Attacken gegen das einzusetzen, ist bewässert zu werden. Sehr gut, dass wir hier ein schnelles Wasser-Pokémon haben. Autsch. Ich habe die Attacke gesehen und dachte mir, oh, das könnte ich nicht überleben. Ich hab's überlebt. Komm, das muss killen. Bam! Yes! Sie hat schon viel mehr drauf, wie ihr seht. Das hat hier viel mit Typen zu tun. Wenn man hier gar keine Ahnung hat von Pokémon-Typen, bist ihr komplett falsch. Hab viele verschiedene Pokémon-Typen und auch Attacken. Das ist wichtig. Sonst bist du ja Geschichte. Sonst bist du ja komplett falsch. Kommt Velsa wieder. Ja, Tails ist gerade nicht in der Verfassung zu kämpfen. Scorpio, du musst es erledigen. Du kriegst die Kreuzschere ab. Ich dachte, das macht Damage und das macht irgendwie gar nichts. Das macht die Nitro-Pumpe, da bin ich wieder von Hit. Hab ich recht? Nee, hab ich nicht. Sehr gut. Denn du bist jetzt down. Ja, ich wollte schon sagen. Mensch, Scorpio, du machst nicht wirklich viel Damage. Schade. Egal, die Level-Ups haben wir sehr wichtig. Sind sehr wichtig, meine ich. Oh, Selbstzerstörungsmaschine eingeleitet. Ein Geowatz.
Entweder es wird uns die ganze Zeit angreifen oder es wird sofort Explosionen einsetzen, sobald es low ist. Ich vermute eher Letzteres. Aber bevor ich jetzt irgendwas mache, erstmal schnell den Hypertrank, damit ich überhaupt eine Chance zu überleben. Aber pass auf, jetzt irgendeine unexpected Attacke, die mich one-hittet. Pass auf. Auslöst Explosion. Nö. Nö. Dafür hast du jetzt wirklich einfach deine Hydro-Puppe verdient, weißt du? Aus Mills, bam! Robustheit! Autsch! Oh, Tails, ich glaube, du stirbst jetzt. Oh, Tails! Oh, nein! Oh, er verschwendet seine Runde! Er verschwendet seine Runde! Oh mein Gott, ist er dumm! Oh, das bringt ja auch nichts mehr mit deiner Initiative, du. Das überlebe ich locker. Ja. Und du überlebst dir gar nichts, Geowatz. Verpiesel dich. Bam. Meine harten Brocken können nichts gegen meine harten Brocken. Lololol. Hippopopopopo, Heterus. Hippopopopopo, Heterus. Ist Boden-only, glaube ich. Vielleicht auch noch undicht, aber ich glaube eher nicht, dass es undicht ist. Fakt ist, ich bleib mit Tails erstmal drin. Und hoffe, dass es nicht so viel Damage macht gegen meinen Tails. Ja, Tails, kein Problem, Bro. Läuft jetzt die ganze Zeit Erdbeben ein oder. Oh, war das ein Crit oder war das normal? Normal. Sehr schlecht. Ja, das ist schön, dass das. Oh Gott, okay. Okay, Schnurgast. Ich mache einen Beleber auf Shelterra. Ich hoffe, du überlebst das, Schnurgast. Hoffen wir's. Ja, ich habe Top-Beleber. Aber die will ich für den letzten Kampf aufsparen. Wenn die überhaupt sein müssen, ja. Das müsste ich überleben. Ja. Blöder Sandsturm, Alter. Das gibt es nicht. Was will ich machen? Ich will voll heilen. Schnurgast opfern. Ich opfere Schnurgast. Damit ich einen Free Switch habe. Dann gehe ich rüber zu Chelterra. Oh, was mache ich denn dann mit der Attacke? Egelsamen oder Gigasauger? Hm. Wie viele Pokémon ist das von ihr? Ihr letztes! Dann mache ich definitiv Egelsamen. Das ist ihr finales Pokémon. Hier Popopopopopopoterus. Mit so einem großen, großen Popopo. Popo. Natürlich hat es irgendwas, was gegen meine Chelterra OP ist, Frick ist. Natürlich bin ich eingefroren. Was ist denn das für ein Lack? Was ist denn das? Ihr wollt mich doch veräppeln. Ja, ich muss jetzt eine Top-Genesung einsetzen. Ich meine, was habe ich sonst für eine Auswahl jetzt hier? Top-Genesung! 1 von 10. Ich habe nicht viel gekauft. Ich will es mir auch ein bisschen schwer machen, ja. Ich will mich ja nicht komplett voll pushen mit Highlight-Items. Weil sonst hole ich mir immer nur Top-Genesung. Weil es das Beste einfach ist. Okay, Sandsturm legt sich. Und ich habe die Top-Genesung eingesetzt in der Hoffnung, dass ich schneller bin als Hippopo. Damit ich ihm nochmal schön den Damage reindrücken kann. Von Gigasauger, bitte! Ja, ich bin schneller! Yes! Es killt aber leider nicht. Aber das ist okay. Das ist okay, meine Taktik hat trotzdem funktioniert. Richtig viel Damage machen. Und ich überlebe das, glaube ich, sogar noch, oder? Wenn ich Glück habe, überlebe ich das. Wenn ich Glück habe... Nee, schade. Ich dachte, hier kommt die Liebe wieder. Aber ich hatte keinen Bock. Understandable. Aber ihr seht, wir haben nur noch 3 Pokémon und eins davon ist ja angeschwächt. Das sieht nicht mehr gut aus für uns. Warum tue ich so Tricky rüberwechseln? Ich bin doch so dumm, mach doch so Traumagil. Idiot. Liebes Kind, glaub nicht einmal im Ansatz, dass du schon gewonnen hast.
Oh nein, sag mir nicht, sie wird jetzt noch eine Top-Genesung einsetzen. Die hat schon einen eingesetzt. Hat sie noch ein zweites? Oh, bitte nicht. Ja, das war dumm, dass ich zu Trigger gewechselt habe. Ich habe nicht nachgedacht. Genau deswegen wollte ich zu Traumagil rüberwechseln. Genau deswegen. Ja, es hat geklappt. Alles hat geklappt im Endeffekt. Wonderful 64. Das war Theresa, Kampf Nummer 2. Nun, Kindchen, ich muss schon sagen, das war sehr beeindruckend. Deine Pokémon haben an dich geglaubt und ihr Bestes für den Sieg gegeben. Obwohl ich verloren habe, muss ich doch irgendwie grinsen. Nice. Du bist etwas Besonderes, Kindchen. Es gibt nichts Schöneres, als zu sehen, wie Trainer und Pokémon zusammenarbeiten, um einen Sieg zu erringen. Das ist es schließlich, was wahre Stärke ausmacht. Ahahaha, ich glaube, euch hält so schnell keiner auf. Ich denke auch nicht. So, jetzt gibt's erstmal fette Portion Beleber und Tranker. Schön ganz viele. Ja, nee, die Supertränke will ich hier außerhalb des Kampfes einsetzen. Dann verschwende ich nichts. Du kriegst sogar zwei. Ich gönn dir, Bruder. Du kriegst auch nochmal zwei. Mit denen will ich verschwenderisch rumgehen. Obwohl, das reicht eigentlich. Ja, das reicht. Dritter Kampf. Let's go. Wer ist der Nächste? Es ist Ignaz mit seinen Feuer-Pokémon, wie man hier unschwer erkennen kann. Zumindest würde man das glauben. Aber in Wahrheit sieht das Ganze ganz anders aus. Hey Trainer, ich konnte es kaum erwarten, dass du endlich auftauchst. Ich hab gehört, was du in Sonnenweg mit Volkner gemacht hast. Da hast dein Feuer für Kämpfe wieder entfacht. Da brenne ich darauf, dir endlich im Kampf begegnen zu können. Verstehst du, brennen? Ja. Er will einen vortäuschen, dass er ein Feuertrainer ist. Doch in Wahrheit hat er vielleicht zwei Feuer-Pokémon nur. Ich meine, was bist du bitte für ein Feuertrainer, wenn du nur zwei Feuer-Pokémon hast? Das ist echt ein Witz. Das zeigt aber auch wieder, wie wenig Feuer-Pokémon Sinnoh hat. Das war kein Scherz. Das war mein Ernst. Gift-Team kann das? Ich meine, macht schon irgendwie Sinn mit dem Horn, aber... Crit. Okay, aber ich bin nicht vergiftet. Nehme ich den Crit in Kauf, damit ich die Vergiftung nicht habe. Du bist schon mal weggeklatscht. Ja, das habe ich irgendwie schon erwartet. Aber ich wollte kein Siedewasser machen, weil das weniger Damage macht. Und ja, Galoppa ist schon ein krasses Pokémon. Ja, okay. Level up schon mal für Tails. Guter Anfang. Oh, wegen der Liebe brennt es nicht mehr. Ach, wie schön. Ein Stalos. Wo Feuer sehr effektiv gegen ist. Krasser Feuertrainer auf jeden Fall. Stahlhartes Herz. Kein Feuerherz. Nicht kein brennendes Herz. Keine brennende Leidenschaft. Für seine Feuer-Pokémon. Nö. Ja, ein, zwei reichen schon. Dann bin ich schon Feuertrainer. Das stimmt schon auf jeden Fall schon. Ja, ja. Ich hoffe, Flammenwurf reicht. Eigentlich müsste es reichen, aber es kann auch sein, dass es irgendwie aushält. Nee, zum Glück nicht. Gut, 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 gut. Gut, gut, gut. Oh yeah! Es sieht sehr gut aus bisher. Ups, sorry. Schlappohr, Normal-Pokey. Ein Normal-Pokeyman. Schnurrgast. Kann da helfen. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Die Weiterentwicklung von Haspirohr. Jetzt ist eine hübsche Bunny-Dame, würde ich einfach mal sagen. Moment, habe ich ein anderes Pokémon mit effektiven Attacken? Ja, Tricky hätte ich drin lassen können, merke ich gerade. Upsi, sorry, mein Fehler. Brain ist heute ein bisschen tick-tack, muss noch ein bisschen laden. Kommt ein bisschen langsam hinterher. Das könnte mein Tod sein. Ach, lange nicht, laber nicht. Naja, das wird mich nicht jucken, das wird mich nicht aufhalten, aber das sollte nicht jucken. Ich habe schon erwartet, dass es irgendwann passiert. Fußtritt! Bam, nimm das! Okay, jetzt muss ich immer heilen. Initiative sinkt, aber irgendein Item heilt es. Was denn für ein Item? Luscheglocke? Überreste! Oha, Überreste ist ein richtig gutes Item.
Was man eigentlich so typisch von einem Relaxo kennt. Okay, erstmal heilen. Damit ich einen weiteren Turmkick von Schlappo aushalte. Damit ich nochmal reinschlagen kann mit einem Turmkick. Ja, schlagen mit dem Kick. Pokémon Animation Logik. Oh, es liebt mich so sehr, dass es nicht getroffen wurde von der Attacke und es ist hingefallen. Das ist das Problem mit Turmkick, wenn du daneben, also es macht sehr viel Damage, aber wenn du daneben triffst, dann machst du dir selber gefühlt die Hälfte deines Lebens weg. Und das ist funny. Ja, ganz ehrlich, greif mich an, ist mir egal. Du bist jetzt sowieso down. Ich heile einfach in dieser Runde kurz mein Tails. Okay, du hast nicht anders gewollt. Bist auf meine Nerven gegangen. Kriegst noch einen Fußtritt rein. Ich wollte eigentlich die Feuerattacke einsetzen, aber da dieses sehr effektiv, das lockt mich so an. Ob es das Richtige war, ich weiß es nicht. Es fällt nochmal hin, oder? Ja! Oh, es fällt nochmal hin. Oh, wie geil. Okay. Dein letztes Stündlein schlägt in 5 Sekunden. 4, 3, 2, 1. Ciao! Ciao! Ein Geistlein? Ein Gisti-Gisti-Geistlein. Wer setzt sich denn da ein? Wen setze ich denn da ein bei dem Geistlein? Ja, den Geistlein. Ich denke mal, schalt heran mit Knirscher. Obwohl, nein! Es kann Flugattacken, oder? Es kann definitiv Flugattacken. Du Zeppelin kann sowas von Flugattacken. Aber wisst ihr was? No risk, no fun! Stabette? Was ist das für eine Attacke? Hä? Was? Was? Das ist ein anderes Feuer-Pokémon, Panferno! Knirscher, bam, bam! Jetzt weiß ich, warum du rausgeswitcht hast. Weil das ein besseres Matchup gegen mich ist. Deshalb switch ich auch mal raus. Tails macht sowieso in diesem Kampf mehr Sinn. Ich hoffe nur, dass es jetzt keine Geheimwaffe hat. Nee, AI ist dumm. AI ist dumm. Hehe. Aber es war ein Crit. Ich muss aufpassen, dass er nicht nochmal crittet. Sonst könnte es böse enden. Und er ist schneller und hat einen Donnerschlag. Alter, der Donnerschlag hat mich bedient. Ich bin so dead! Oh nein! Ich bin so dead! Dammit! Schnurrgast, du bist schneller. Du bist wirklich, wirklich schnell. Also zeig, Panferno, dass du schneller bist. Mit deinem Aeroas! Er ist schneller! Ich hab gedacht, ich bin schneller. Und dann kann er mich nicht mehr angreifen, weil ich so heftig schnell bin. Und ihn kill one for easy. Von wegen. Oh, das sieht schlecht aus jetzt. Okay, aber wegen deinen Kampfattacken, du musst jetzt eine Feuerattacke gegen mich einsetzen. Das ist ja gut. Denn das killt mich nicht sofort, das macht so viel Damage, Alter. Nein. Oh, als ob es das überlebt! Wie bitte? Das ist ein schlechter Witz! Also nee, sorry, aber da muss ich auf jeden Fall zu Tricky wechseln. Das ist ein schlechter Witz. Aber er heilt sich nicht. Noch nicht. Ja, das macht gar keinen Sinn. Obwohl, oha, das ist aber wirklich viel Damage. Aber nee, Sinn macht das nicht. Fußtritt! Mit der Macht der Liebe ist Panferno down. Alter, ich bin so in der Bredouille wegen ein Panferno. Ich meine, es ist ein Starter-Pokémon, natürlich sind die OP. Aber trotzdem. So, sein letztes Pokémon trifft Zeppelin. Okay, Level up, schön. Was hab ich denn da sonst noch? Sonst hab ich nichts. Ich hab Scorpio für Knirscher, das kann ich ausprobieren. Warum nicht, ne? Warum nicht? Du. Ihr seht schon, wie heftig diese Kämpfe sind. Vor allem schwitzen hier. Nicht wirklich, aber ja. Ich kann deine Entschlossenheit fühlen. Dein Wille ist echt überwältigend. Oha, der Level 58. Da kommt dann sogar höheren Level als ich.
mit meinem Scorpio, mein niedrigstes Level-Pokémon. Aber ich habe schon vor, mein Scorpio einen Sonderbonbon zu geben, aber erst wenn die Zeit soweit ist. Es war klar, dass es nicht killt. Hab ich auch nicht erwartet. Ich hoffe nur, dass es keine Attacken hat, dass mich. Oh Gott. Dass mich jetzt beenden wird. Die Situation spritzt sich zu. Ich bin gespannt, wie das ablaufen wird. Ja, du hast keine Geheimwaffen gegen mich, oder? Das will mich verbrennen. Denkst du wirklich, die Verbrennung macht jetzt noch einiges aus? Es verschwendet nur ein einziges Item in meinem Inventar. Dich verschwendet es dein. Dein Ernst? Ich verfehle? 100%, ich verfehle? Wie bitte? Wie bitte? Wegen deinem blöden Komprimat oder was? Was soll denn das? Der will mich doch veräppeln! Hallo? Jetzt geh mal endlich down! Lass mich nicht. Oh nein. Nein. Oh nein. Ja, genau jetzt treffe ich. Ach nee, jetzt kann ich rauswutschen. Ich mach gar keinen Damage mehr. Der hat richtig gute Attacken. Obwohl, wie wär's, wenn ich nicht rauswutsche, stattdessen jemanden wiederbelebe, wie zum Beispiel Tails. Und dann heile. Und dann reincheck. Das könnte ich auch machen. Der setzt so oft Komprimator ein, das ist echt unglaublich. Ich setze jetzt schon Tails ein. Rein da in den Kampf, Tails. Natürlich setzt du ausgerechnet jetzt Kraft auf Sauber ein. Du bist so ein ekelhaftes Viech. Weißt du das? Es war nicht so gut wie Knirscher, aber Biss sollte den Job trotzdem erledigen. Ja, das war sowas von klar, dass es mich wieder anzündet. Und es ist mir so egal. Ich will es treffen, aber ich treffe es nicht. Schnell heilen, bevor es noch was weiß ich einsetzt. Übertrank. Boah, das ist echt heftig hier. Ja, willkommen in der Top 4, Leute. In jedem Pokémon-Spiel sieht das so aus. In manchen ist es ein bisschen einfacher, in manchen ist es sogar schwieriger. Das hier würde ich aber schon sagen, ist einer der schwierigsten Top 4. Auf jeden Fall. Die Top 4 hat es echt in sich. Aber der hat halt so oft seine blöden Attacken eingesetzt, dass er hier Komprimator eingesetzt, dass ich ihn halt gar nicht mehr treffe. Und die bufft mich so oft, ich muss eigentlich wieder rausswitchen. Das ist echt mies. Das Ganze ist wirklich mies. Ich hoffe, dass ich den Spukball treffe, aber es hat bestimmt eine Geistattacke, die mich dann wieder one-hitten wird. Aber ich muss es ausprobieren. Was habe ich für eine Wahl? Ja, ja. Ja, ich muss eigentlich auch sofort treffen, ne? Ist auch schwierig. Aber wenn ich treffe, mache ich zumindest sehr viel Damage. Sag ich, was jetzt besser wäre? Spukball oder Gespensterattacke? Ich glaube aber Spukball wäre besser. Es trifft! Bam! In your face! Ja! Ich muss aber mehr Vertrauen haben in Tronmagil. Tronmagil ist einfach kein Touch Me. Es wird nicht gekillt. Nein, nein. Auch nicht gegrillt. Nein, nein. Gewonnen gegen Ignaz. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe mich zwar nicht unterschätzt, aber ich bin auch nicht eine Sekunde davon ausgegangen, verlieren zu können. Das ist schon fantastisch. Du und deine Pokémon sind richtig inspirierend. Okay. Spann dich, Bro. Uff, ich glaube, ich habe mir die Augenbrauen versenkt. Okay. Du. Okay. Schön alle heilen. Mit den Supertränken. Die können wir schon verschwenderisch mit umgehen, ja. Da packst einfach noch einen rein, damit es voll ist. Ja, hier auch nochmal einen, warum nicht?
Hier auch nochmal zwei. Na, wohl einer reicht. Das ist einfach das Problem. Ich habe nur zwei Feuerheiler. Ich muss einmal einen Hyperheiler einsetzen. Nee, nee, warte. Ein Hyperheiler. So. Okay, und jetzt Nummer 4. Nummer 4 ist diese Person mit diesem Buch. Sieht hier schon ein bisschen dunkler aus. Könnte Geist oder Unlicht oder sowas vielleicht sein. Würde Traummagie Sinn machen, finde ich. Oder was bei dir? Ich werde es mit Traummagie ausprobieren. Und ab diesem Punkt speichere ich auch ab. Denn ich bin sicher, dass ich das schaffen werde. Ah, gutes Timing. Ich habe gerade mein Buch beendet. Erlaube, dass ich mich vorstelle. Mein Name lautet Lucian. Lucian. Ich nenne mich Lucian. Und ich setze Psycho-Pokémon ein. Oh. Eigentlich gut, oder? Dass du es soweit geschafft hast, spricht für dein Können. Doch nun stehst du dem gegenüber, der als Stärkster der Top 4 bekannt ist. Und ich bedenke, diesem Ruf gerecht zu werden. Deshalb werde ich so richtig Vollgas geben. Bei dem habe ich als Kind nie gewusst, ob das ein Junge oder ein Mädchen sein soll, aber es ist eigentlich ein Kerl. Das ist ein Kerl. Das ist ein Dude. Mit 5 Pokémon. Eigentlich sollte es gut sein, dass ich Traummagie vorne gepackt habe. Denn ich habe schöne Spukbälle für euch. Ich schenke sie euch. Hier der erste. Tschüss, Pantymaus. Pow. So beliebt. Miese Zeiten, miese Zeiten. Reflektor. Ich sehe schon die Taktik da. Es reflektiert physische Angriffe. Aber zum Glück ist es spukbar ein psychischer Angriff. Deshalb ändert das rein gar nichts. Kopfschmerzen. Keine Ahnung, was das für eine Pose war von dem. Nice. Simsala, jetzt wird's ernst. Level 60? Oh Gott. Oh Gott. Spukball! Sehr viel Glück gehabt. Weil hätte das Ding angegriffen, wäre ich da kaum noch aus diesem Kampf entflohen kommen. Ja. Deutsch mal wieder down in the hill, aber egal. Girafarik ist ein Normal-Pokémon mit Psycho-Attacken. Oder ein Psycho-Pokémon mit Normal-Attacken. Ich wechsle es immer wieder. Ja, es ist ein Normal-Pokémon mit Psycho-Attacken. Okay. Heißt, es könnte mich angreifen, aber es könnte mich auch nicht angreifen. Ich bin mir nicht sicher, was für Attacken es hier gerade drauf hat. Es setzt Lichtschild ein. Alright, alright. Ich kann Juwelenkraft eigentlich spammen, bis es seine Top-Genesung reinsetzt. Das ist jetzt mein Plan, glaube ich. Oh, Bizarro, oh nee. Ich sehe schon die Taktik. Die Dimension verdreht. Oh oh, oh oh, oh oh, das könnte böse enden. Ich meine, was das macht, ist irgendwie Verteidigung und Spezialverteidigung bzw. Angriff und Spezialangriff tauschen. Falls ich das richtig in Erinnerung habe. Und mir wird der Kampf hier langsam zu langweilig. Ich muss die härteren Geschütze rausholen. Mein Panzer, mein Tank, mein Telterra. Psychokinese. Da musste es kurz niesen. Ich auch. Ach, ich natürlich fängt es an. Ja, Chilterra ist nicht der schnellste. Das macht nichts. Denn er ist so ziemlich der stärkste. Sogar ein Crit. Level 65. Medital ist ein Kampf-Pokémon. Erdbeben wäre da schon nicht schlecht bei. Jedoch tue ich Traummagie rein. Weil Chelterra ist ein bisschen angeschlagen. Und da bin ich mir gerade ein bisschen unsicher. Wisst ihr?
Level 60 auch mal wieder. Es fängt an. Zen-Kopfstoß. Das dürfte er mich aber nicht killen. Das killt mich? Miese. Ich könnte Schnurgast versuchen. Ich bin 100% schneller als Schnurgast. Als Meditalis. Mein Gott, was laber ich? Ja, Schnurgast ist schneller als Meditalis. Da bin ich mir sehr, sehr, sehr sicher. Ich setze die Dunkelklaue ein. Hi-ja! Leider kein Kill. Dafür ein Crit. Und ich krieg den Turmkick in die Fresse. Kein Top-Genesung? Okay, gut. Dann ist Meditalis down. Und sein letztes Pokémon hat geschlagen. Stündlein und Pokémon. Wie immer. Oder? Hat er noch ein, zwei? Oder? Nee, ich glaube nur noch eins, oder? Oh, Bronzong! Hey, jemand hat sich endlich mal gedacht, Bronze müssen wir entwickeln. Juhu! Psycho-Pokémon meine ich. Traumagie ist genau jetzt down. Tails. Ich denke, Tails kann mit Biss ein bisschen aushelfen. Oder vielleicht mit Hydro-Pumpe. Was kann ich jetzt tun? Das scheint sein letztes Pokémon zu sein. Bronzong Level 63. Damit sollte man nicht rumspaßen. Siedewasser setze ich lieber ein. Ganz heißes Wasser, was sich vielleicht verbrennen lässt. Nee, leider nicht. Leider nicht. Der setzt wirklich einen blöden Zauberraum ein. Ich weiß nicht, was seine Taktik ist. Nochmal. Ich will es brennen sehen. Okay. Okay. Hälfte ist weg. Es brennt immer noch nicht. Die Heilung wird niemals gereicht haben. Aber er heilen sie. Ach ja, klar. Da können sie ja. Ne, natürlich, ja. Aber Moment, ist nicht Bronzong auch noch Typ Stahl? Jetzt, wo es mir so wieder einfällt. Wenn das richtig ist, dann ist Tricky eigentlich das beste Pokémon dagegen. Ich versuche das die ganze Zeit zu erhitzen. Ja, vielleicht mit dem richtigen Wasser. Feuer-Pokémon, nicht mit dem Wasser-Pokémon. Aber Erdbeben könnte mich jetzt killen. Wie viele Pokémon leben da bei mir noch? Ich muss schnell Belieber einsetzen. Es geht noch. Falls es wirklich ein Stahl-Pokémon ist, wird Toxin gar nichts bringen. Verdammt. Verdammt. Chatara. Kannst du was machen? Igelsam? Oh, Igelsam wäre eine sehr gute Idee. Falls ich es überlebe, wäre das. Ja, okay. Bam! Igelsam! Okay. Das ist schon mal ganz gut. Halte ich mich noch schnell? Ja, doch. Doch, ich heil mich. Doch, ich heil mich. Gegenschuss macht mehr Damage, wenn ich es angegriffen habe und es dann mich angreift. Dann macht es viel mehr Damage, aber weil ich es ja gerade nicht angreife, macht es nur so normalen Damage. Aber sobald ich es jetzt angreife, wird es wieder auf mich zurückkommen, weil er die ganze Zeit Gegenschuss spammt. Ich habe keine Ahnung, ob es Schwebe hat, deshalb setze ich jetzt kein Erdbeben ein. Es könnte Schwebe haben. Das macht nicht viel Damage. Das lohnt sich überhaupt nicht. Er wird noch gleich seine Top-Genesung einsetzen. Ach, der blödes, dreckiges Bizarro-Raum. Auch niemand mehr at this point. Ich werde ihm niemals genug Damage machen, dass es keine Top-Genesung einsetzt. Ne, ja, der setzt schon ein. Okay, er hat es aber jetzt eingesetzt. Er hat nur das eine. So, jetzt muss ich noch Sound kriegen, das Pokémon. Warte, was ist effektiv? Och, natürlich. Oh, ich bin mit Lern. Natürlich ist effektiv. Ich weiß nicht, wie ich heute wieder denke. Ich muss wirklich einfach dieses Typing-Schal wieder in meiner Fresse haben.
Peinlich, oh Gott. Ich wollte es nicht peinlich aussehen lassen. Dann mach ich so einen Move. Na, wie auch immer. Das war der Kampf. Ich hätte es auch vorher schon beenden können. Ich war aber nicht so smart. Tut mir leid dafür. Das war die Top 4. Wir haben alle 4 besiegt. Ich verstehe. Deine 3 Siege bisher waren kein Zufall. Deine Stärke ist echt. Ja, natürlich. Was hast du denn gedacht? Glückwunsch, du hast die Top 4 geschlagen. Das heißt aber noch nicht, dass du jetzt schon an der Spitze angelangt bist. Hä? Huh? What? Da gibt es nämlich noch den Champ. Und sei gewarnt, denn der Champ ist noch viel stärker als die Top 4. Geh durch diese Tür, um dich dem finalen Kampf zu stellen. Champ? Es ist noch nicht vorbei. Ein Champ-Kampf, wie er es genannt hat, steht uns noch bevor. Alright. Vor dem Kampf, muss ich sagen, habe ich am meisten Angst. Und, ja,